Liebe Uni-Angehörige, herzlich willkommen zum Wintersemester 2021-22 an Ihrer Goethe-Universität. Ich hoffe, Sie haben entweder Ihre Prüfungen gut bestanden oder schon alle Klausuren und Hausarbeiten korrigiert und konnten sich im Anschluss in der vorlesungsfreien Zeit gut erholen und sind nun, möglicherweise aus dem Urlaub, gestärkt und gesund an die Goethe-Universität zurückgekehrt. Vor uns liegt ein spannendes Semester, das wir erstmals seit Beginn der Pandemie wieder in Präsenz gestalten. Darauf freue ich mich persönlich sehr, auch wenn ich die Herausforderung auf allen Seiten nicht unterschätze. Aber darin steckt auch die Übernahme der Verantwortung für unsere fast 46.000 Studierenden, für die Fortsetzung der Forschungsprozesse, kurzum für die Gesellschaft, der sich das Präsidium stellt. Ich hoffe, dass Sie mit ebenso großer Vorfreude auf das vor uns liegende Semester schauen, wie wir als Präsidium. Liebe Uni-Angehörige, trotz Pandemie haben wir im Präsidium auch in den letzten Monaten einiges bewegen können. Zunächst, das neue Präsidium hat sehr schnell nach seiner Wahl zu einem sehr konzentrierten, vertrauensvollen Arbeitsmodus gefunden, der bereits zu Erfolgen geführt hat. Um einige wenige Schlaglichter zu nennen. Unter Federführung von unserem Vizepräsidenten Bernhard Brühne wurde der Prozess zur Weiterentwicklung der Forschungsprofilbereiche und Schwerpunkte mit all seinen Facetten aufgesetzt. Unter Federführung von unserem Vizepräsidenten Michael Huth wurde der Prozess für Strategie- und Entwicklungsvereinbarungen mit Fachbereichen und Zentren neu aufgesetzt und ist bereits in der Umsetzung. Unser Kanzler Albrecht Pfester hat zusammen mit seinem Team wichtige hessenweite Maßnahmen mitgestaltet. Der Digitalpakt oder der Kodex für gute Arbeit seien hier einfach nur zwei Beispiele. Und unsere Vizepräsidentin Christiane Thomsen hat zur Vorbereitung des aktuellen Wintersemesters gleich ganz durchgearbeitet, um einen möglichst perfekten Semesterstart zu ermöglichen. Für Sie, liebe Studierenden, und für Sie, liebe Mitglieder der Universität. Ich selbst habe unter anderem mit den Kolleginnen und Kollegen der Rhein-Main-Universitäten intensiv an der Weiterentwicklung unserer Allianz gearbeitet, in der festen Überzeugung, dass diese Kooperation einen langfristigen Mehrwert darstellt. Sie sehen, trotz Pandemie, es geht voran. Wir wollen zusammen mit Ihnen die Universität positiv gestalten. Doch nun steht vor allem erst einmal eines im Vordergrund: ein möglichst reibungsloser und guter Semesterstart in Präsenz für uns alle. Dafür haben wir, aber vor allem Vizepräsidentin Christiane Thomsen, andere Projekte hinten angestellt. Wir sind froh, dass wir Sie endlich wieder auf den Campi der Goethe-Universität persönlich begrüßen können. Dass Begegnung, Kennenlernen und echter wissenschaftlicher Diskurs wieder möglich sind. Das wird die Atmosphäre an der Universität beflügeln und darauf freue ich mich ganz besonders. Und, liebe Angehörigen der Universität, wenn wir dann unter dem Weihnachtsbaum, gewiss ein wenig erschöpft von dieser wichtigen Herausforderung unseres Präsenzsemesters, zurückschauen, hoffe ich aus ganzem Herzen, dass wir wiederum über uns sagen können, die Gestaltung dieses außergewöhnlichen Semesters hat uns stärker gemacht. Die Goethe-Universität hat als lernende Organisation noch mehr Selbstvertrauen geschöpft. Lassen Sie uns das gemeinsam anpacken. Ich wünsche uns allen dafür viel Erfolg.